Ja, in diesem Unterrichtsraum fand mein allererster Dirigierunterricht statt. Und ich erinnere mich sehr gut an diese ja, hochinteressanten und bewegten Unterrichtsstunden. Wir durften dirigieren und mussten uns sehr mit Technik beschäftigen. Dazu gehörte natürlich immer ein vernünftiger Taktstock. Und ich habe hier mal so ein altes Relikt aus dieser Zeit mitgebracht, nämlich ein völlig vergammeltes kleines Dirigierstab. Etuichen. Und darin habe ich in der Tat gefunden, noch das Relikt meiner allerersten Zeit. Also das war einer meiner allerersten Taktstöcke, der natürlich irgendwann im Laufe seines Lebens auch dann kleiner geworden ist. Und mit diesem Taktstock, also noch in seiner guten Zeit, habe ich dann später am Nationaltheater in Mannheim meinen allerersten Meistersinger dirigiert. Hinter 75 Jahren Hochschule für Musik Detmold stecken viele Geschichten und Erinnerungen. All diese wollen wir auf einer Website zusammentragen. Unsere Recherchen stützen wir dabei nicht nur auf Archivmaterial, vor allem Zeitzeugenberichte sollen die Geschichten wieder zum Leben erwecken. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns Studierenden dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Ja, mein Name ist Karl-Heinz Blömecke, Musiker und überzeugter Detmolder. Mich verbindet mit diesem Haus hier ja eine fast 50-jährige Geschichte. Ich habe Anfang der 70er Jahre hier Schulmusik und Dirigieren und Schlagzeug studiert und bin dann nach knapp 20 Jahren Berufspraxis an den Theatern in Deutschland wieder zurückgekommen in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, und habe hier 30 Jahre die Professur für die Dirigenten und die Kapellmeisterklasse gehabt. Wir planen Menschen, die mal an der Hochschule studiert haben oder sonst wie mit der Hochschule in Verbindung gestanden haben, dass die uns Dinge erzählen und auch zeigen. Wir hoffen also, dass sich Leute melden, die gerne mal was erzählen wollen. Dann kommen wir nach Hause und interviewen oder wir interviewen telefonisch. Wir lassen uns etwas schreiben, wir lassen uns Dinge zeigen oder Fotos von Dingen. Und die stellen wir dann eben zusammen nach bestimmten roten Fäden. Wir möchten, dass Menschen, die sich einfach für die Geschichte interessieren und nicht nur erzählen wollen, dass die mit uns mitarbeiten. Sie kommen also in die studentische Gruppe mit hinein, ganz egal wie viele das sind, ganz egal wie alt sie sind, ganz egal ob sie selber mal studiert haben oder auch einfach nur mal wissen wollen, wie es in so einer Hochschule riecht. Sie können also kommen und mit uns gemeinsam forschen. In diesen Zeiten ist das gemeinsame Lernen natürlich ganz schwierig. Wir haben ja seit Beginn des Sommersemesters schon die Situation, dass wir mit unseren Studierenden gar nicht mehr direkt zusammenkommen können. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Bürgerwissenschaft. Wir müssen uns elektronisch treffen. Das wird vor allem über Videokonferenzen funktionieren und über eine wunderbare Lernplattform, die die Universität Paderborn uns zur Verfügung stellt, wo wir also das Material einstellen und austauschen und so weiter. Und dann gibt es eben die Videokonferenzen. Das ist ein Wort, was vielleicht erstmal respekteinflößend klingt. Dahinter verbirgt sich aber nichts anderes als das gute alte Skype. Ich sage immer gerne, wer mit den Enkelkindern skypen kann, der kann auch bei uns mitmachen. Ich bin Rebecca Grotjan und ich leite das Seminar. Ich freue mich, wenn Sie mit uns zusammen Hochschulgeschichte schreiben möchten.